Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video erkläre ich dir, wofür du ein ätherisches Zitronenöl anwenden kannst. Ich verrate dir, wofür ich das Zitronenöl in meinem Alltag anwende und das ist ganz schön viel. Ja, ätherisches Zitronenöl. Ich wende das für wirklich viele Dinge an. Aber zuerst möchte ich dir mal zeigen, welches ich überhaupt verwende. Ich habe das hier. Warte, schauen wir mal, ob die Kamera das scharf stellt für dich, damit du das gut siehst. Ich verwende das ätherische Zitronenöl von Young Living. Und zwar deshalb, weil ich der Meinung bin, dass Young Living einfach eine wirklich gute Marke ist, die qualitativ hochwertige Produkte herstellt. Und ja, ich habe auch ätherische Öle von anderen Marken. Aber gerade beim Zitronenöl, ich weiß gar nicht warum, greife ich eigentlich immer zu Young Living. Also ja, Zitronenöl habe ich immer von der Marke Young Living. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich, und da kommen wir jetzt schon zum ersten Anwendungsgebiet, es hat auch damit zu tun, dass ich mein Zitronenöl in mein Wasser gebe. Also du weißt ja vielleicht, dass Zitrone gut für die Leber ist. Und dass du Zitronenwasser trinken kannst, wenn du deiner Leber etwas Gutes tun möchtest. Und ich verwende da eben manchmal das Zitronenöl. Da nehme ich jetzt so einen Liter Krug und gebe dann ein, zwei Tropfen von dem ätherischen Zitronenöl rein. Und um das ätherische Zitronenöl, wenn man das jetzt wirklich einnimmt, dann muss es schon eine echt, echt gute Qualität haben. Ich würde mir das nicht bei jeder Marke trauen. Bei Young Living mache ich es, habe ich schon getrunken, ich lebe noch, also alles gut. Und ja, deshalb greife ich halt wirklich beim ätherischen Zitronenöl immer zu Young Living. Wenn du jetzt zu einer anderen Marke tendierst, die auch hochwertige Öle herstellen, ist das natürlich ganz dir überlassen. Ich habe, wie gesagt, auch ätherische Öle von anderen Marken, aber ja. Wir brauchen da jetzt keine Markendiskussion anreißen. Aber wenn du eben ätherische Öle kaufst, dann schau dir zumindest an, sind die wirklich hochwertig? Ist es auch 100% reines ätherisches Öl? Manche sind ja gepanscht mit Alkohol und was auch immer. Also das hier ist ein 100% reines ätherisches Öl, 15 Milliliter Zitrone von Young Living. Muss nicht diese Marke sein. Es gibt auch wunderbare andere Marken, aber schau halt einfach auf die Qualität. So, die Qualität haben wir jetzt abgehakt, schau drauf. Ich erkläre dir jetzt, wofür ich das Zitronenöl denn sonst noch verwende. Also den ersten Punkt hatten wir schon fürs Zitronenwasser, weil sich das eben gut auf die Leber wirkt. Und um auch gleich bei der Leber zu bleiben, du kannst ätherisches Zitronenöl auch anwenden, wenn du zum Beispiel Leberwickel machst. Leberwickel sind, ja, tun deiner Leber gut, logisch. Du nimmst dafür einfach ein Tuch, ein feuchtes Tuch und gibst dieses feuchte Tuch dann auf den Bereich deiner Leber und gibst darüber dann eine Wärmeflasche, also irgendwas, was das wärmt. Du kannst es dann so 20 Minuten lang circa machen. Und was ich jetzt mit dem ätherischen Zitronenöl mache, ist, dass ich in dieses Wasser, wo ich das Tuch eintauche, einfach ein paar Tropfen ätherisches Zitronenöl rein tue. Oder eigentlich noch genauer gesagt, kann ich auch einen Tropfen nehmen und damit wirklich den Bereich der Leber einmassieren, also da einfach einstreichen und dann diesen Leberwickel drüber geben. Das verstärkt dann natürlich noch die Wirkung, weil ja eben die Zitrone so gut für die, weil ja eben die Zitrone so gut für die Leber ist. Und deshalb kann man die Wirkung des Leberwickels eben noch verstärken, wenn man zusätzlich noch ätherisches Zitronenöl verwendet. Ja, wofür verwende ich das Zitronenöl denn sonst noch? Ich mache ja meine Kosmetik selbst, ich mache mein Shampoo selbst, ich mache mein Haarbalsam selbst, ich mache Cremes selbst, ich mache meinen Lippenbalsam selbst und in all das gebe ich immer ätherisches Zitronenöl rein. Also in die Creme setzt nicht unbedingt, wenn dann eher in eine Nachtcreme oder so, weil wenn du Zitronenöl verwendest und das auf die Haut gibst, darfst du damit nicht in die Sonne gehen, weil sich halt die Zitrusfrüchte
in der Sonne so verhalten, dass deine Haut dann verfärbt werden kann. Also die kann sich dann bräunlich verfärben. Deshalb ist es keine gute Idee, das in irgendwelche Produkte reinzutun, womit du dann in die Sonne gehst, was eben auf deiner Haut ist. Ich gebe es aber sehr wohl auf meinen Lippenbalsam, weil Zitrone halt sehr, sehr gut für die Haut ist und auch sehr, sehr gut für die Haare ist. Also es macht die Haare schön ein bisschen geschmeidig, pflegt die Haare und gibt ihnen auch einen kleinen Glanz. Vielleicht kennst du das ja, es gibt da auch so Spülungen einfach nur mit Zitronen, mit ausgepressten Zitronen, also Zitronensaft. Und ja, dann nehme ich eben das ätherische Zitronenöl und gebe das dann gleich in mein Shampoo und auch in meinen Haarbalsam, um diese Wirkung, weil ja ätherisches Öl immer ein bisschen stärker noch wirkt, als wenn du jetzt nur die Zitrone auspresst. Deshalb gebe ich das dann da rein. Da brauchst du dann auch nur so 2-3 Tropfen in dem Produkt drinnen. Das reicht ja eben, weil es so stark wirkt. Und ja, da gebe ich das Zitronenöl auch noch rein. Ich verwende dann das ätherische Zitronenöl auch noch zum Beispiel bei der Fußmassage. Also du kannst auch das ätherische Zitronenöl auf deine Füße geben, nämlich genau auf dem Bereich, wo eben deine Leber ist. Das wirkt dann auch super. Du kannst auch einfach rausschmieren. Es muss jetzt nicht nur den Leberbereich erwischen, weil ja Zitrone allgemein ganz gut wirkt. Und ich habe auch einmal gelesen, dass ätherisches Zitronenöl bei Hühneraugen super helfen soll. Da gibt man dann einfach einen Tropfen Zitronenöl, ätherisches, auf das Hühnerauge und damit soll das dann, wenn man das täglich macht, immer vor dem Schlafen gehen, soll das dann immer kleiner werden und schlussendlich wirklich weggehen. Also wenn du unter Hühneraugen leidest, kannst du auch das mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und ja, ich verwende das Zitronenöl dann auch noch. Zitrone wirkt ja auch reinigend. Also ätherisches Zitronenöl hat eine sehr reinigende Wirkung. Und deshalb kannst du es auch verwenden, um deine Räume zu reinigen. Also wenn du gerne räucherst oder so zum Beispiel, auch ätherisches Zitronenöl reinigt deine Räume. Ich gebe das dann ganz gerne in meinen Diffuser. Das ist so ein kleines Gerät, wo man Wasser reintut, dann ein paar Tropfen ätherisches Öl, macht man zu und dann wird das Wasser verdampft und im Raum werden dann die Partikel verteilt. Und das reinigt dann auch deinen Wohnraum, wenn du das möchtest. Ich gehe dann auch manchmal her und nehme es als Spray. Also da kann man so hochprozentigen Alkohol nehmen und ätherische Öle reintun und das dann als Aura-Spray oder was auch immer verwenden. Und das kannst du zum Beispiel dann auch verwenden mit Zitronenöl, um eben deine Aura zu reinigen. Also das finde ich auch wahnsinnig schön. Also du kannst auch dein Energiefeld reinigen damit und nicht nur deine Wohnräume. Ja, das waren jetzt eh schon einige Sachen, wofür ich Zitronenöl verwende. Ich rieche natürlich auch gerne dran, also alleine der Geruch hat natürlich auch schon diese reinigende und auch meiner Meinung nach zwar belebend, aber gleichzeitig runterkommende Wirkung. Also ich möchte jetzt nicht sagen beruhigend, weil du schläfst ja nicht ein, so wie zum Beispiel bei Lavendelöl. Aber es hat doch eine Wirkung, um wieder klarer zu denken, sage ich mal, weil es natürlich durch die reinigende Wirkung auch deine Gedanken reinigen kann. Also selbst so kannst du es anwenden, um es einfach nur zu riechen. Also wenn du es jetzt zum Beispiel im Diffuser verwendest, um deine Räume zu reinigen, riechst du das ja gleichzeitig und reinigst gleichzeitig auch dich. Und deine Aura natürlich. Du kannst es aber auch eben gezielt als Auraspray verwenden, um so deine Aura zu reinigen. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles Mögliche damit machen. Du kannst auch versuchen, wenn du Steine hast oder so, diese Steine damit zu reinigen oder auch Gegenstände damit zu reinigen. Alles das steht dir offen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich konnte dir ein paar neue Tipps und Anregungen geben, wofür du dein ätherisches Zitronenöl verwenden kannst. Also wenn du eines zu Hause herumstehen hast und schon lange nicht weißt, was du damit anfangen kannst, dann hast du jetzt ein paar Tipps von mir mitbekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch Daumen hoch. Du kannst auch meinen Kanal gratis abonnieren und wirst dann immer über neue Videos benachrichtigt. Und ja, wenn du möchtest, kannst du auch mal auf meiner Webseite vorbeikommen, nataschazimmermann.com. Da gibt es auch alle möglichen Tipps rund um Energiearbeit, Spiritualität und chinesische Medizin. Ich freue mich drauf und
Fühl dich pudelwohl!